Grüß Gott, ich bin Katrin Baumann, Pastoralreferentin hier im Pfarrverband Miesbach und Haussam. In den letzten Wochen und Monaten war ein Pfarreileben, wie wir es normalerweise kennen, nur ganz eingeschränkt möglich. Und ich habe ganz deutlich gemerkt, wie sehr Kirche von Gemeinschaft lebt. Ohne die Möglichkeit, sich zu treffen, miteinander zu reden, miteinander zu feiern, bricht der allergrößte Teil des kirchlichen Lebens weg. Seien das jetzt die Ministrantinnen oder die Chöre, alles lebt von der Gemeinschaft. Gerade die Osterzeit ist uns als Familie, als Gemeinschaft sehr abgegangen. Aber wir haben dann einfach versucht, uns eigene kleine Rituale zu machen und uns so Familienzeit zu geben. Wir haben zum Beispiel an Palmsonntag dann unsere Palmbuschen, so ähnlich wie diesen hier, selber im Garten gesegnet und sind in der Osternacht in der Früh um 4:30 losmarschiert und haben einen Osterspaziergang gemacht und haben so als Familie dann einfach die Osternacht gefeiert. Es war anders als sonst, auch sehr schön, aber eben ganz anders. Seit wieder Gottesdienste ohne Anmeldung möglich sind, wird uns ganz deutlich, wie sehr wir uns alle danach gesehnt haben und uns darauf gefreut haben, uns eben wieder zu treffen und miteinander zu feiern. Wir gehen neu aufeinander zu. Wir fragen nach, wie geht's dir? Was war für dich in dieser Zeit wichtig? Wir kümmern uns umeinander und wir genießen es, einfach zusammen zu sein. Das ist für mich der Kern christlicher Gemeinschaft, dass sich einer des anderen annimmt. So wie es auch Jesus einmal gesagt hat und wie es uns die Josepha aus der Bibel vorliest. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.